Ja, hallo, liebe 5B. Ja, schön, dass wir uns mal so sehen können. Oder ihr uns zumindest sehen könnt. Wir haben ja genug Abstand, oder, Herr Mertens? Ja, ich denke auch. Ja. Ja, wir dachten uns, dass wir euch vielleicht eine kleine Videobotschaft zukommen lassen. Wir vermissen euch nämlich sehr. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Und dachten gerade vor allen Dingen die Geburtstagskinder, die jetzt natürlich nicht in der Schule besungen werden können und den Geburtstag natürlich auch ein bisschen anders feiern mussten, als man das vielleicht so normalerweise getan hätte, denen wollten wir heute noch ein kleines Ständchen machen. Genau, und wollten euch aber einfach auch ein bisschen erzählen, wie es uns so geht und euch damit nur zeigen, dass wir an euch denken und dass wir uns sehr freuen, wenn wir uns bald alle hoffentlich gesund wiedersehen können. Wie geht's dir denn so, Herr Mertens? Ja, gut, dass du fragst. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja schon eine sehr komische Situation und man weiß ja auch gar nicht genau, wie lange das noch so geht. Aber ich finde, dass es schon echt komisch ist und ich würde mich natürlich echt freuen, wenn man irgendwann mal wüsste, wann es wieder losgeht. Dementsprechend versuche ich irgendwie, ja, meinen Tag gut zu füllen. Also ich spiele zum Beispiel viele Spiele mit meiner Freundin, so Brettspiele und sowas. Oder wir machen viel Musik zusammen. Ja, und ansonsten, das habe ich ja schon mal kurz, glaube ich, im Chat erwähnt, bin ich jetzt ja auch wieder in der Schule und unterrichte da. Also diese Woche müssen die Zehner ja wieder unterrichtet werden und das ist auch ganz schön komisch, weil man dann ganz viele Leute vor sich sitzen hat, die halt so einen Mundschutz tragen. Man sieht das Gesicht gar nicht so richtig und weiß eigentlich gar nicht, ob die Schüler wirklich gerade verstehen, was man eigentlich von ihnen möchte. Kurze Unterbrechung. Aber ansonsten, ja, also ist dieses Gefühl, dass es jetzt so knapp, dass es jetzt so langsam wieder losgeht, ist eigentlich wirklich schön. Und ja, man muss ja auch sagen, es hat ja auch viele positive Seiten. Ne? Das Wetter ist gut, man kann irgendwie häufig rausgehen. Ja, und ich versuche im Moment einfach das Beste daraus zu machen. Und bei dir? Genau, so versuchen wir das eigentlich auch. Ich bin ja viel zu Hause natürlich auch mit meiner kleinen Tochter. Mein Mann muss noch arbeiten, relativ normal, deswegen bin ich viel mit meiner Tochter zu Hause. Wir spielen aber auch viel, weniger Brettspiele, aber Kinderspiele und fahren mit dem Laufrad. Genau, solche Sachen draußen sind ja zum Glück möglich, weil das Wetter so schön ist. Das finde ich auch, dass es eine positive Sache ist, obwohl es auch mal wieder regnen sollte, apropos. Die Bauern würden sich freuen, ne? Ja, und ja. Die Natur auf jeden Fall, das ist alles doch ziemlich trocken. Naja, aber sonst sind wir zum Glück noch gesund. Und uns geht's gut und wir machen auch Musik und spielen zusammen und ich hoffe halt auch, dass ja, es irgendwie so langsam wieder ein bisschen Normalität gewinnt, die ganze Situation. Aber ich glaube, so ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Wir finden auf jeden Fall, glaube ich, beide, dass ihr das ganz toll gemacht habt bisher. Das ist eine riesen Herausforderung auch für euch, so viel zu Hause zu sein und vor allen Dingen, ja, auch wenn es natürlich ganz schön sein kann, keine Schule zu haben, ihr doch vielleicht auch merkt, dass es eigentlich auch schön ist, in die Schule zu gehen. Und seine Freunde zu sehen und einfach einen Alltag zu haben, das vermissen wir auf jeden Fall sehr. Wir hoffen sehr, dass wir uns einfach bald alle wiedersehen. Ich fand es auch komisch in der Schule, ich war auch schon in der Schule und ab nächster Woche dann auch wieder mehr. Genau, und mal schauen, wie sich das alles entwickelt und wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr alle gesund bleibt und wollen jetzt noch für die Geburtstagskinder einmal einen kleinen Gruß dalassen. Genau, und zwar geht's los mit Marlene B. Die hatte nämlich Geburtstag in der Corona-Zeit und für sie wurde nicht gesungen, deswegen müssen wir das auf jeden Fall erstmal nachholen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Marlene B. Happy Birthday. Okay, der nächste auf der Liste ist Maxi. Ja, Maxi. Maxi hat auch Geburtstag, unser Englischlehrer. Und für den singen wir natürlich auch nochmal. Genau, Maxi. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Maxi. Happy Birthday.
dritte Person war... Friedrich, natürlich, ach, das wusste Friedrich, ich. Genau. Friedrich, genau. Wir haben es eben gerade uns noch angeguckt, wer das alles war. Genau. Und Friedrich. Für Friedrich natürlich auch. Alles Gute. Und auch für dich ein kleines Ständchen. Wir warten mal kurz. Oh, ein kleiner süßer Hund. Kleiner Fun-Deck. Alles toll momentan. So, komm weiter. Okay. Und eine Nummer 3 für Friedrich. Genau. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Friedrich. Happy Birthday to you. Ja. Hey. Ja, wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir uns hoffentlich bald wiedersehen. Bleibt alle gesund, haltet die Ohren steif, meldet euch jederzeit gerne bei uns. Wir freuen uns über Nachrichten und vielleicht auch ein Video, wer mag. Genau, nehmt einfach mal selber ein Video auf, genau. Wenn ihr Lust habt. Okay, macht's gut. Tschüss. Ciao.